Es gibt keine Wälder auf der Erde. Wenn Sie laut diese Schlagzeile lesen und das Ausrufezeichen dahinter noch sehen, wird jede sensible Person sagen, ich hätte einen an der Waffel. Und ihr werdet mir Millionen von Fotos von Wäldern um die Ohren hauen. Doch denkt mal nach, ist das vielleicht ein weiterer Trick? Was, wenn dieser Wald nur ein Busch ist mit 30 Meter hohen Stängeln? Totaler Mist und Nonsens, werdet ihr jetzt sagen. Natürlich wissen wir, wie Wälder aussehen. Wir alle sind in ihnen schon einmal spazieren und wandern gegangen. Nun, diese Reaktion habe ich erwartet und sie ist gerechtfertigt. Aber nach diesem Kapitel werdet ihr die Schlagzeile verstehen und eure Sicht über Wälder wird sich enorm erweitern. Beginnen wir nun mit der allgemeinen Einleitung, um den Fokus so gut es geht zu weiten. Wir können das altbekannte Beispiel mit diesem Bild hier heranziehen. Wer sieht die Delfine? Gut, wer das sieht, hat schon mal einen geweiteten Fokus und wäre bereit. Ein anderes anschauliches Beispiel ist folgender Ausschnitt. Und? Wer hat den Gorilla gesehen? Warum ist das so? Da das Ding mit der Matrix gerade große Mode ist, wollen wir es nun so begründen. Unsere Augen sehen meist die Art und Weise, wie sie von der Matrix um uns herum programmiert wurde. Aber nicht die Art und Weise, wie es wirklich ist. Wir sehen die Dinge durch das Prisma der Gewohnheiten und Erfahrungen. Und dieses Prisma kann oft sehr, sehr hart verzerrend sein. Bis man 30 ist, dient dieses Prisma dem Schutz des Geistes. Und ab ungefähr 40 wird man verrückt ohne dieses Prisma. Ihr denkt, ich übertreibe? Nun, schau dir dieses Foto an. Ich behaupte, es ist erstarrte Magma, die aus den Tiefen der Erde unter großer Hitze und Druck gebildet wurde und an die Oberfläche geraten ist, im Laufe von circa 200 Millionen Jahren. Nun bin ich aber völlig durchgedreht, wa? Nun ja, ich behaupte, ich kann euch auf das gleiche Glatteis führen, doch nur Geduld. Ihr werdet mich bald nachvollziehen können. Zumindest wisst ihr, dass es heute noch Bäume gibt, die unumarmbar sind von nur einem Menschen. Und mal wirklich. Denk mal drüber nach, wie selten alte Bäume heute sind. Sie sind alle registriert, sie werden beschützt und haben meist ein eigenes Reservoir, wo sie wie ein Denkmal der Natur gehalten werden. Immer wieder gibt es Aufruhr im Netz. Warum nur sind alle Wälder der Erde nicht älter als vielleicht 200 Jahre? Wo sind die ganzen Riesenbäume hin? Und das ist richtig, dass sich die Menschen darüber beschweren und es wissen wollen. Doch versuchen wir uns von einer anderen Seite dem Problem zu widmen. Beginnen wir bei den beiden Polen auf der Erde. Dort haben Wissenschaftler, sogar sowjetische, unnatürliche Mengen von Wasser in Eis- und Schneegehalten gefunden und es gibt eine unnatürlich hohe Konzentration von Kohlendioxid in den Ozeanen der Erde. Diese anormale Konzentration gibt uns genauen Aufschluss über die weltweiten Feuer der Vergangenheit. Mit einfachster Mathematik kamen jene Wissenschaftler dann zu dem Schluss, dass ungefähr 99% der Erdbiosphäre in der Vergangenheit vom Feuer weggetragen wurde. Wie wir alle wissen, bestehen lebende Zellen vorwiegend aus Wasserstoff und Kohlenstoff. Schneeflocken bilden sich meist um Kohlenstoffpartikel aus der Luft, sodass man davon ausgehen kann, dass das meiste Eis an den Polen organischen Ursprungs ist, aus verbrannten Organismen. Und bitte stellt euch mal diese Zahl vor. 99%. Das bedeutet, dass alles, was jetzt gerade wächst, kriecht, keucht und fleucht auf der Erde, 20.000 Mal weniger ist im Verhältnis zu dem, was vor dieser Katastrophe oder dem Reset war. 20.000 Mal. Um es mal bildlich darzustellen, dieses Laib Brot repräsentiert alles, was jetzt an Leben auf der Erde gibt.
Und der ganze restliche Platz im Laster repräsentiert die Menge an Leben, was vor diesem Mega-Ereignis auf Erden an Leben existiert haben muss, wenn man nach der Kohlenstoffanomalie geht. Falls das stimmt, ist eine Diskussion wegen Überbevölkerung oder ähnlichem größter Humbug. Doch hier beißt sich etwas. Berechnet nur auf die zweidimensionale Fläche einer Landkarte aufgeteilt auf die bekannten Kontinente, wird es schon enge mit der Zeit. Vor allem, wenn man sich ansieht, welcher Teil eines Kontinentes wirklich bewohnbar und fruchtbar ist. Doch die Messungen im Eis und im Ozean gibt es nun mal und Tatsache ist Tatsache. Also muss es irgendeine Lösung dafür geben, wie so viel Leben hier einst möglich war. Wie immer kommt dann die Beleuchtung dessen plötzlich. Stereotypes Denken ist wohl schuld daran. 30 Meter ist der Wald hoch in unseren Köpfen und in denen der Biologen und verhindert die Lösung des Problems. Wahre Biologen werden nun schon kopfschüttelnd einwenden, dass es sehr wohl viel höhere Bäume als 30 Meter gibt und die, ja natürlich. Hier diese Bilder zeigen die Abholzung der Sequoias im kalifornischen Redwood zwischen 1880 und 1920, die, wie durch ein Wunder, das große Bombardement im Jahre 1816 überlebt haben. Die uns meist aufgezwungene Politik der Vergangenheit hat ja schon oft Gefallen daran gefunden, urzeitliche Monumente so gut es geht zu vernichten. Bestes Beispiel die Schießübungen der bolivianischen Armee Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Megalithbauten von Pumapunku. Doch das soll heute nicht das Thema sein. Aber man stelle sich mal vor, wie viele Jahre ein Baum dieser Größe gewachsen sein muss, bis eines Tages irgendwelche Freaks daherkommen mit Sägen und Äxten und dann 1, 2, nix mehr Baum. Die Formel der Holzfäller für die Berechnung der Höhe des Baumes mit dem Stumpfdurchmesser habe ich leider nicht richtig übersetzen können. Für Quellen wäre ich dankbar. Bei der oberflächlichen Durchsicht auf deutschsprachigem Gebiet stolperte ich aber über die allgemein anerkannte Waldmesslehre. Und siehe da, ja wirklich, die Tabellen gehen jedes Mal nur bis zu einer maximalen Höhe von 32 Metern. Im Klartext wird der heutige Holzfäller für diesen Toleranzbereich ausgebildet. Von Bildung ist das weit entfernt. Im übergenauen Detail wird einem hier mit kubischen Pythagoras-Formeln vom Feinsten die Lust aufs Lernen vermiest und man kommt sich eher vor wie im Abi-Leistungskurs Mathe als am Busen der Natur. Aber wieder zurück zum Thema. In der von mir vorliegenden Formel kommt man jedenfalls mit 1,75 mal 3 mal 20 auf 105 Meter. Stellt euch mal vor, ihr betretet einen Wald mit 100 Meter hohen Bäumen. Hier sind eure Feenwälder aus Märchen und Erzählungen. Wälder, die verloren gingen, aus Gründen einer kleinlichen Barbarei. Und wie es heute aussieht, weiß jedes Kind. Vor allem, wie viel wir dies alles nach wie vor vorantreiben. Bewusst oder unbewusst sei erstmal dahingestellt. Fakt ist, was jeder leicht innerhalb eines halben Jahres selbst überprüfen kann, dass 99% von dem, was auf den Wäldern dieser Welt industriell gefertigt wird, im Durchschnitt nach 6 Monaten spätestens auf dem Müll und in der Verbrennungsanlage zu finden ist. Und wenn dies nur deshalb der Fall ist, weil einige Superreiche sich ihre Hände nicht schmutzig machen wollen und immer noch reicher werden wollen, verwundert es auch nicht, dass immer mehr tieffrequente Dämonenwesen dem immer mehr Gegenkraft entgegensetzen, um das natürlich aufbauende Wachstum des Lebens wieder in Gang zu setzen. Nach den 2 verheerenden Weltkriegen ist ein Schleier der Unwissenheit über die westlichen Länder gelegt worden. Oder auch weltweit. Nicht, dass es vorher keinen Schleier gab, doch ab da wurde das Prisma, die Macht, so richtig extrem aufs Härteste verfälscht. Spätestens beginnend mit dem Putsch Walter Ulbrichts und Co. gegen das deutsche Restvolk, gegen Stalin und dessen Verträge und die wahre 1949er Verfassung, die sich das Volk das erste Mal in der Geschichte Deutschlands wirklich selbst gegeben hat, über die angebliche Platzierung eines künstlichen Satelliten in unseren angeblichen Erdumlaufbahn Ende der 50er bis hin zur phänomenalen Mondshow von Stanley Cooper, natürlich von der NASA. Doch auch hier gibt es mehrere Seiten, man betrachten kann. Und gewisse Wahrheiten verbergen sich oft in solchen Sensationen. Ob jetzt fake oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Diesmal geht es um die Dokumentation, welche die Vorbereitung zum Mondflug zeigen. Auffällig dabei ist, dass das Augenmerk nicht auf den Mondflug an sich, sondern auf die verheerende tödliche Katastrophe mit der Kapsel, den Testastronauten und dem 100% Sauerstoffgehalt darin gelegt wurde. Warum wohl?
Sollte es uns sanft auf das triggern, was als Infos demnächst für uns ansteht? Möglich wäre es jedenfalls. Für diejenigen, die jetzt denken, die Bäume wurden nur wegen dem Holzwerkstoff oder dem Heizen verwendet, dann muss ich euer Denken womöglich wieder zerstreuen. Bäume sind Energiewandler und somit Energieerzeuger für alle möglichen Lebensformen. Eine Art kosmischer Trafo also, oder noch besser, ein extrem energieeffizientes, selbstregulierendes kosmisches Schaltnetzteil mit gleichzeitigem Naturinternetzugang. Ein Megakondensator, ein Mega-Super-Duper-Kondensator mit Antenne für WLAN, Erdung, allem drum und dran, was man sich vorstellen kann und wohl noch viel mehr. Viele Naturvölker sprechen noch heute ganz selbstverständlich mit Bäumen und sehen sie als Wissensspeicher an, auf die man zugreifen darf, wenn man den Zugang zu dem Baum findet. Mit Kohlenstoff und vor allem Kohlenfaser kann man heute schon mit unserem heutigen minimaltechnischen Verstand einiges Verblüffendes anstellen, wenn man etwas Strom zur Verfügung hat. Die Infrarot-Kohlefaserheizung und Datenspeicherung und Übertragung von heute lassen grüßen. Fassen wir also mal zusammen. Die riesigen Bäume von damals sind also alle als Eis und Schnee an den Polen gebunden. Es scheint so klar, aber ist es nicht. Nichts ist so einfach. Wenn wir die Mythen und Legenden aller Nationen auf Erden hernehmen, könnte Geschichten über Verwandlungen von Menschen, Tieren und auch Pflanzen in Stein finden. Das ist völlig normal, weil überall auf der Welt Menschen Fossilien von versteinerten Kleeblättern, Fröschen, Eidechsen, tja, und sogar von riesigen Dinosauriern finden. Und auch wenn diese Fundorte meist sehr fragwürdig erscheinen, so mitten an der Oberfläche zum Beispiel nach Millionen von Jahren. Ganze Wale liegen da herum, sogar die Barten der Wale sind noch erhalten. Das Ganze soll mehrere Millionen Jahre alt sein, dann sage ich, das geht schon mal gar nicht. Ist das schon verblüffend? Hier helfen alternativ und unabhängig forschende Menschen weiter, wie zum Beispiel im deutschsprachigen Raum Hans-Joachim Zilmer, der in einem seiner Vorträge erklärte, dass Cowboystiefel in einer Wüste Amerikas gefunden wurden, in denen ein versteinerter Unterschenkel samt Fuß steckte. Heißt also im Klartext, Versteinerungen können an der Oberfläche unter bestimmten äußeren Bedingungen auch innerhalb von Jahren oder Jahrzehnten passieren, anstatt wie bisher angenommen unter enormem Druck tief in der Erde innerhalb von Millionen von Jahren. Versteinerungen von Bäumen habe ich sogar schon live sehen dürfen in einem Vertrieb für Steine aus aller Welt in Süddeutschland. Unter anderem Tische aus versteinerten Bäumen gefertigt. Diese Bäume werden uns als Bäume verkauft. Doch was, wenn diese Bäume gar keine Bäume sind? Sondern nur Äste. Was ist momentan nach wie vor die offiziell an Schulen und Unis geltende Lehrmeinung diesbezüglich zur Entstehung? Fragen wir die in diesen Sachen zitierwürdige, zu Diplomarbeiten zugelassene Quelle Wikipedia, die das sagt, spezielle seltene Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der gefallene Stamm in fossiles oder versteinertes Holz umgewandelt wird. Im Allgemeinen sind die gefallenen Pflanzen in einer Umgebung frei von Sauerstoff begraben, welche die ursprüngliche Pflanzenstruktur und das Aussehen bewahrt. Versteht ihr Humor? Wenn nicht, werde ich versuchen, es zu erklären. Man braucht noch offizieller, von im Rampenlicht stehenden Wissenschaftsvertretern vertretene Meinung eine spontane Naturkatastrophe. Zum Beispiel ein Vulkanausbruch, Tsunami, Dauerregen. Was dann ganz schnell Frosch und Mammut eindecken. Wie Marmelade, in denen Bakterien die Leiche nicht in stinkende Gülle zersetzen. Mit anderen Worten, um etwas zu versteinern, müssen sie es überfluten und verdichten. So die bisher geltende Wissenschaft diesbezüglich. Das Gewebe wurde von organisch, magisch in Silizium SiO2 gedreht. Denkt an diese magische Formel. Falls ihr jemals schon Haustiere begraben habt, so richtig tief mit ganz viel Steinen obendrauf, dass ungeheurer Druck herrscht und nach Jahren nachgeschaut habt, wie es dem toten Tierchen geht, dann werdet ihr festgestellt haben, dass es schon nach kurzer Zeit nichts mehr davon da ist. Schade, denkt man sich. Keine versteinerte Statue vom Lieblingshaustier, was gestorben ist, auf den Kamin stellen. Ihr meint, das ist bescheuert? Hey, ich bin nur der offiziellen Lehrmeinung gefolgt, die uns momentan wohl ausschließlich in den Blödsinn treibt. Ein gestorbener Körper hat nur zwei Möglichkeiten. Erstens vertrocknen, wie ein Insekt, wenn es gut läuft, in einem Stück Bernstein. Oder zweite Option, es verrottet. Organische Körper werden sich aber nie zu Schutt und Asche verwandeln. Echt jetzt? Und was bekommt man dann aus dem Krematorium in seiner Urne mit nach Hause?
Naja, laut dieser Quelle hier ist das mit dem einfach so Schutt und Asche werden alles erlogen, um die Wahrheit zu verbergen. Was in Zukunft zu beweisen wäre. Okay, also magisches Morphing von organischen Dingen in Stein ist also für die Wissenschaft eine kleine Sache. Doch beim damit zusammenhängenden Transmorphing in Halbedelsteine, das ist der Punkt, wo die Fehlinformationen und Ignoranz unkontrollierbar werden. Sag mir, wie viel Holzvorrat kann zu Halbedelsteinen werden? Habt ihr noch keine Antwort? Vielleicht habe ich eine, dazu aber später. Zunächst einmal zur offiziellen Geschichte. Und die ist ziemlich verwirrend. Diese Riesenbäume haben also einen ungleichen Kampf gegen Nachbarvulkan geführt. Aufmerksamkeit bitte, vor 225 Millionen Jahren gefällt worden. Doch die Fortsetzung ist noch spannender. Das Holz in der Hölle des Feuers brannte nicht nur, verfaulte auch nicht im nassen Boden, denn im Gegensatz zu allen Gesetzen der Physik, Chemie und Biologie transformierten sie sich in Halbedelsteine. Oh, ich sehe gerade, David Copperfield raucht nervös an der Seitenlinie. Doch das ist noch nicht alles. Die Bäume sind nicht gebrochen, sondern in feine Stücke geschnitten, wie mit einer Riesensäge. Na, die Marke der Kettensäge, die die Ureinwohner dafür verwendeten, das würde mich echt interessieren. Nee, Schatz, das hier ist ja kein Museum, sondern ein inszeniertes Theater, wo die Stücke natürlich vorher geschnitten und arrangiert wurden. Doch zu welchem Zweck wird dieser Zirkus gemacht? Und haben Sie beachtet, wie klein diese Siliziumbäume sind? Winzig sogar im Verhältnis zu den Riesenbäumen aus Kalifornien. Doch es wird einfach, wenn man bedenkt, dass die Siliziumbäume nur Äste sind eines Baumes. Von riesigen Siliziumbäumen. Und im Verhältnis zu diesen Bäumen wirken die heutigen Riesenbäume aus Kalifornien wie Gestrüpp. Um das zu verstehen, werde ich auf das Eingangsbild mit dem Baumstumpf und den Gänseblümchen zurückkommen. Und ich frage euch nochmals, was seht ihr? Einen Baumstumpf mit Gänseblümchen? Aber ich behaupte weiter, Magma, gebildet aus magmatischer Schmelze, tief aus der Erde, vor etwa 200 Millionen Jahren. Nun glaubt ihr mir nicht mehr, stimmt's? Und nun? Das ist der sogenannte Turm des Teufels. Magma, oder besser Lakulit, was aus einer magmatischen Schmelze gebildet wurde, aus den Tiefen der Erde vor etwa 200 Millionen Jahren. Zumindest ist es das, was Wikipedia momentan dazu sagt. Und nun glauben Milliarden von Menschen, dass dies Magma oder Lakulit ist. Diese Berge da. Puh, wirklich? Kommen wir etwas näher rein an unseren Baumstumpf. An seine abenteuerlich unerklärlichen Spalten. Schauen wir in Wikipedia. Igneous Rock wird durch die Abkühlung und Verfestigung von Magma oder Lava gebildet. Wow, was für eine intelligente magmatische Schmelze, was perfekte 300 Meter hohe hexagonale Säulen gebildet hat, die wie gefroren in den Himmel ragen. Ihr könnt eure Instrumente mit den Winkeln der Spalten wunderbar justieren und synchronisieren. Perfekt zum Eichen, das Teil. Leute, Gentlemen und Wissenschaftler, seid ihr von Sinnen? Die Behauptung, dass diese geometrisch perfekten Figuren als Ergebnis einer Lavafontäne zu sehen wäre, ist äußerst abstrus. Das wäre ja so ähnlich, als wenn eine Ferrari-Fabrik explodieren würde und ein perfekter Ferrari deshalb auf einmal vor einem auf der Straße steht, der vom Himmel fällt. Alle Säulen sind hexagonal. Warum genau hexagonal? Weil unser Universum das halt mal so macht. Solche Meisterwerke. Hat was mit Resonanzen, elementaren Knotenpunkten, logarithmischer Verteilung auf einer Skala und so weiter zu tun. Im Grunde oberflächlich recht simpel, doch im Detail und im Fraktal gedacht ein Meisterwerk sondergleichen. Es macht sehr viel Spaß, sich über das Apfelbrotmännchen und dessen Geschichte zu informieren, doch dies ist hier nicht das Thema. Um es kurz zu machen, Fraktal bedeutet so viel wie selbstähnlich und das in bestimmten Verhältnissen, an welchem die logarithmische Aufteilung ins Spiel kommt. Unser Matrixprisma hat aber schon vordefinierte Maßstäbe einprogrammiert und sagt uns, welchen Umfang ein Berg und welchen Umfang ein Baum unter unserem Fenster hat. Und nun lasst uns ein botanisches Lehrbuch öffnen. Lasst uns eine Struktur einer Pflanze finden, die wie unser riesiger Stumpf aussieht. Wir wollen nicht tief in die Materie eindringen. Wir wollen nur, dass uns diese Fotos in die Hände fallen und es wird nutzlos, gegen diese Fakten zu argumentieren.
Nehmen wir ein Foto eines Querschnittes von Flachs. Bemerken Sie was? Nein? Schauen Sie mal. Scheint wie Waben in der Mitte. Oh nein, Sie sind alle hexagonal. Na sowas. Was für ein Zufall. Wenn wir die Haut um unseren Flachs herum entfernen, sieht er genauso aus wie unser Stumpf. Exakt. Sogar das Verhältnis zueinander im Vergleich zum Stammdurchmesser passt perfekt. Jede Faser des Stumpfes wurde durch eine dünne Haut bedeckt. Die Fasern sind nicht miteinander verbunden und pielen sich nun heraus und fallen mit der Zeit durch Erosion herunter. Wie ihr seht, ist die offizielle Story mit ihrer Entstehung durch Lava oder Magma nun so ziemlich zerstört. Nein, ich verstehe, dass Hollywood im Jahr 1977 einen Film machte, der da hieß Unheimliche Begegnung der dritten Art mit dem Turm des Teufels als Hauptrolle, wo wir ungefähr 100 Mal gesagt bekamen, dass wir dort Ausländer treffen könnten. Doch was war der Gedanke hinter dem Gedanken? Wo waren eure Augen bei dem Film? Hallo, Biologen, Geologen, Paläontologen, seid ihr hier? Habt ihr die Welt hinter einer Schweißmaske studiert? Nun, lasst uns nun die Höhe dieses Baumes herausfinden, dessen Stumpf wir nun ausgiebig beleuchteten. Lasst uns die vorige Formel verwenden, die mir nun klarer präsentiert wird. Unser Durchmesser ist 300 Meter an der Basis. Wenn wir 300 Meter mal 20 rechnen, kommen wir auf eine Höhe von, na, seid ihr bereit? 6 Kilometer. Ich denke, das ist ein großer fetter Punkt und den gilt es auszureizen. Der Turm des Teufels ist ein riesiger Stumpf eines riesigen Siliziumbaumes mit allen Attributen eines normalen Stumpfes, was jeder eindeutig sah. Doch wir sollten die Matrix nicht unterschätzen, welche alle Rinder in den Ställen hält. Sicherlich wird es noch immer welche geben, die mehr Beweise verlangen. Doch wir sind noch lange nicht am Ende mit den Argumenten. Nun geht's erst richtig los. Nun werden wir vorsichtig unsere Scheuklappen entfernen und siehe da, man sieht den Wald vor lauter Stümpfen nicht. Darf ich vorstellen? Damm des Riesen in Irland. Kommt euch was bekannt vor? Sechseckige Säulen? Ganz ähnlich wie beim Teufelsberg, oder? Wer sagt, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Das hier ist genauso ein gigantischer Stumpf und dieser Baum wuchs wohl direkt am Ufer zum Meer. Giant Causeway besteht aus über 40.000 Spalten solcher geometrischen Proportionen, welche alle Bienen in der Welt wohl neidisch werden lassen könnte. Und nun ratet mal, was die offizielle Wissenschaft dazu sagt. Richtig. Damm des Riesen ist eine Fläche von etwa 40.000 ineinandergreifenden Basaltsäulen. Das Ergebnis eines Vulkanausbruches. Vulkanausbruch! Wow, wie kann man da ruhig bleiben? Doch ich versuche mich zu beherrschen und meine Worte zu unterdrücken, die ich in Richtung Wissenschaftler der Öffentlichkeitsarbeit richten möchte. Eigentlich habe ich wieder nur zwei Fragen. Erste Frage: Wie lange wart ihr im Koma? Und die zweite wäre: Warum wurden uns Bienenwaben nie als Ergebnis eines Vulkanausbruches präsentiert? Oder noch seltsamer, warum uns Straßensteine in Wabenform nicht auch als Ergebnis eines Vulkanausbruchs präsentiert wird. Nur ist aber gut jetzt. Wenn ihr denkt, dass diese zwei riesigen Siliziumbäume das einzige ist, was ich euch zeigen kann, dann irrt ihr euch gewaltig. Es gibt viele von ihnen auf der Erde. Die lustigste Sache ist, dass die meisten Menschen es nicht erkennen, dass es Stümpfe sind. Nun zu diesem Foto, wo die Aufmerksamkeit nicht auf das Mädchen im Vordergrund, sondern auf den Stein darüber gerichtet werden soll. Wie kann es die vulkanische Version erklären? Glühend heiße Lava hat sich in kristalliner Form erstarrt und ist auf leichteres Material getroffen, was mit der Zeit wegerosiert wurde, oder ist gleich in der Luft, bevor es auf den Boden aufgetroffen ist, durch wundersame Weise in hexagonaler Form erstarrt. Wie das funktioniert, könnt ihr euch selbst beibringen im Internet. Google wird euch das sicher helfen.
Nun möchte ich euch ein hexagonales Wunder auf dieser Erde zeigen und euch in die Siliziumnatur einführen. Darf ich vorstellen? Der größte Salzsee der Welt. Salar e Uyuni in Bolivien. Wie ihr seht, ist nicht immer alles so einfach wie auf Wikipedia oder Discovery Channel beschrieben. Dort findet man nichts über die hexagonale Struktur. Nur ein einziger Satz ist nach Stunden der Recherche gefunden worden. Und zwar: Schauen Sie, wie interessant und rissig das Salz getrocknet ist. Okay, Risse bilden sich in der prallen Sonne, doch hexagonal wie eine Wabe? Es sieht schon wieder aus wie unser Siliziumstumpf. Simple Pyramiden oder auch kubische Formen kann man sich selbst sehr leicht mit Experimentierbausätzen und verschiedenen Salzen herstellen. Doch hat jemand schon mal hexagonale Formen dabei herausgekommen, die sich gegenseitig voneinander abheben, ohne miteinander verbunden zu sein? Diese Attribute konnte man bisher doch nur Lebewesen zuordnen, oder? Wie wir es also durch unsere eigenen Augen sehen, wäre, dass Salar e Uyuni nicht nur eine riesige Salzschicht ist, sondern dass es eine Lebensform gewesen sein könnte, die auf Siliziumbasis lebte und von den Adepten der Technokratie ausgekratzt wurde. Oder wächst da gerade was auf Siliziumbasis neu heran? Oder aber, dass wir live eine wirkliche Verwandlung von organischem Material in die versteinerte Form erleben dürfen, wie mit den versteinerten Unterschenkel des Cowboystiefels, der womöglich auch eine Versalzungsphase gehabt haben könnte. Welche Ausmaße solche eine Kreatur mit 10.000 Quadratkilometern Fläche hat, können wir uns so halbwegs vorstellen. Welche Höhe das gehabt haben muss oder haben kann, wiederum nicht. Aber vielleicht bekommt ihr nun eine ungefähre Vorstellung von dem, was ca. 7500 bis 10.000 Jahre vor der modernen Zeitrechnung hier los gewesen sein musste. Da ist der Film Avatar nur ein müder Vergleich hingegen. Und was meine ich mit den Worten von den Adepten der Technokratie ausgekratzt? Nun, um es kurz zu machen, große Teile unserer Matrix-Gesellschaft schlafen, arbeiten 9,5 Stunden täglich, tun nutzlose Dinge, träumen nutzlose Träume und kratzen unsere Erde tagtäglich aus. So jedenfalls sieht es der Autor des Originaltextes hier. Doch Hardcore-Optimisten sehen mehr. Und zwar, dass egal was uns bisher passierte, es hat uns hierher gebracht. Ob diese Katastrophe von dieser oder jenen Rasse ausgelöst wurde, das behaupten nur die Hardcore-Rassisten. Zudem haben Genforscher schon längst zugeben müssen, dass die Proteine um ein Gen herum, also die Umwelt, prozentual mehr Einfluss auf das weitere Werden des Genes hat, als die von Geburt an bestehenden Informationen bei der Teilung kopiert werden. Gewiss wird man niemand so einfach nach Belieben umkrempeln können. Da haben gewisse natürlich vorkommende Frequenzen des Universums noch gehörig Einfluss. Noch. Doch lebensqualitätsmindernde Erfahrungen, welche in Genen gespeichert sein können, sind so leichter behebbar, als uns bisher immer erzählt wurde. Stichwort angeborene und vererbbare Krankheiten und solche Horrorgeschichten. Wenn es niemand so absichtlich böswillig gewesen ist, wie es manche Autoren wohl gern hätten, um das versteckte Trennen- und Herrschenspiel weiter auf ein neues Level zu heben, gibt es vielleicht noch eine natürliche, aber dennoch womöglich verstörende Erklärung, welche einen fast hilflos zurücklässt, nachdem man sie erfahren hat. Was, wenn sich durch natürlichen Aufbau des Lebens auf der Erde die Humusschicht immer mehr erhöht hat und somit enormen Platz für Wurzelwerk gab? Wären solche Bäume von solcher Höhe damit nicht vorstellbar? Und was, wenn durch diese Bäume alles CO2 aus der Luft in Sauerstoff umgewandelt worden wäre, was eine enorme Sauerstoffkonzentration zur Folge gehabt haben muss, was wiederum riesige Lungentiere zur Folge hatte? Und gibt es nicht auch Sagen und Geschichten von einem Weltenbrand? Und nun erinnern wir uns, auf welches schiefgelaufene Experiment die Firma NASA bei der Monddokumentation das Augenmerk richtete. Na, dämmert's, was da in den Köpfen der am Steuerhebel der Industrie Sitzenden losgegangen sein könnte, als sie dies erfuhren? Dies würde zumindest erklären, warum wir nach offizieller Erfindung der Elektrizität durch Tesla und Co. danach über 100 Jahre CO2-Maschinen bauen, die in erster Linie heizen und CO2 entstehen lassen, obwohl es viel effizientere Wege geben würde. Dann macht auch das ganze sinnlos Beschäftigungsspiel der Menschen wieder einen kleinen Sinn. Egal was ihr macht, Hauptsache ihr fahrt mit einem CO2-Produzenten dahin und wieder heim. Es gibt bestimmt welche, die argumentieren, dass, wenn wir kein CO2 produzieren würden, die Sonne heißer scheinen würde, da CO2 ja ein kühlendes Gas ist.
Und wenn die Sonne heißer scheint, würden Vulkane aktiv werden, die eh schon kurz vorm Ausbrechen sind. Und dann würde sich Mutter Natur ihre eigene Dosis CO2 verpassen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. So weit, so gut. Nur momentan sieht es so aus, als ob wir in einigen Testregionen der Erde durch solche und womöglich auch andere Wege versuchen, die Sonne an ihrer Aufheizung über bestimmten Regionen zu hindern. Doch was passiert im Endeffekt, wenn man ein Symptom hinauszögert, mit der Endaussicht, es eh nicht verhindern zu können? Richtig, der Erstschlag nach dem Absetzen der Symptombekämpfung wird um ein Vielfaches stärker, als hätte die Selbstregulation schon vorher begonnen. Nun, der theoretische Teil damit ist vorbei. Es ist Zeit für die Höhepunkte. Und wir gehen auf die Piste. Wir haben viele Stümpfe gesehen. Doch diese hier ist was Besonderes. Seine Oberfläche ist komplett glatt. Das bedeutet, dass es geschnitten worden sein muss. Nun, geschnitten mit was und von wem? Wieder stelle ich die Frage hinten an, weil dieser abgeschnittene Stumpf nicht der einzige auf Erden ist. Und ich sage euch noch was. Der Turm des Teufels ist klein im Vergleich zu anderen. Jungs und Mädels, unser Luftwasservorwerk ist bereit zu fliegen. Unser Kurs ist, naja, wir haben keinen Kurs. Wir werden einfach so herumfliegen. Befestigt eure Sicherheitsgurte und haltet euch besonders fest am Geländer. Und lasst euer Spektrum erweitern in Bezug auf Felsen und Berge. Während wir fliegen, können wir ein Spiel spielen. 10 Unterschiede finden. Obwohl, es sind nur 2 Unterschiede. Material und Größe. Diese Stümpfe sind überall. Es gibt hunderte von ihnen. Die Wissenschaftler nannten sie bisher Mesas, Tisch, aus dem Spanischen, weil sie eine flache Spitze haben. Flach wie ein Tisch. Nun, cool. Stümpfe. Also nochmal schnell Zusammenfassung dessen, was wir schon besprochen hatten. Zuerst hatten wir die Vorstellung, Wälder sind 30 Meter hoch. Dann lernten wir die kalifornischen Riesenbäume kennen, die vor gar nicht allzu langer Zeit hier noch als Wald standen. Das ist die Grenze unseres Prismasehens, wo der Geist der Matrix schützend eingreift. Denn der Turm des Teufels verweist auf einen 6 Kilometer hohen Baum. Aber dann merken wir, dass der Turm des Teufels eine eher kleine Pflanze gewesen sein muss im Vergleich zu anderen Bäumen hier auf Erden. Zum Beispiel der Berg in Cape Town in Afrika. Das ist wirklich beeindruckend. Dieses Plateau hat einen Durchmesser von sage und schreibe 3 Kilometern. Wenn wir 3 mal 20 rechnen, kommen wir auf 60 Kilometer Höhe. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß dessen Äste waren? Auf einem kleinen Ast von ihm könntet ihr riesen Wohnviertel mit Einkaufszentren, Schulen, Parks und so weiter anlegen. Nur um es euch mal vorzustellen, wie groß das gewesen sein muss. Doch wisst ihr, das ist noch nicht die Grenze. Bei unserer Recherche sind wir auf den russischen Wissenschaftler und Dichter Alexander Sergejewitsch Puschkin gestoßen. Und so haben wir etwas über die Riesenfeeneiche lesen können, die auf der Insel Bujan gewesen war, in der Nähe von Lukomori. Diese Eiche war einst womöglich in der Mitte der Erde und war einige hundert Kilometer hoch. Wir sind nicht sicher, wie hoch, aber sicher höher als der Baum von Cape Town. Diese Eiche war wohl die größte Anlage auf der Erde. Wieso so viel in Feuer aufgegangen ist, warum sich die Bäume und viele Lebewesen in Stein verwandelten, das gilt es in Zukunft zweifelsfrei herauszufinden. Ob die Halbedelsteinadern womöglich versteinerte Mineralansammlungen der Riesenwurzeln der Bäume gewesen sind, die sich schockartig kristallisierten?
Es gibt ein Phänomen, was Blitzbäume genannt wird. Bäume, in die ein Blitz gefahren ist, bieten eines der besten Hölzer, was man bekommen kann. Zumindest, wenn man auf Härte und Trockenheit aus ist. Durch die enormen schockartigen Kräfte und Energien eines Blitzes wird schlagartig jegliche Flüssigkeit aus dem Baum gebracht. Ob nun solch ein Baum unter Wüstenbedingungen innerhalb von nur ein paar Jahren zu Stein werden kann, müsste mal noch jemand zweifelsfrei herausfinden. Dass gewisse Ladungen gewisser Mineralien dahin saugen, wo sie für Ladungsausgleich sorgen, dürften Chemieprofis im Normalfall wissen. Es könnte also sein, dass unsere Flora und Fauna vor gar nicht allzu langer Zeit um den Faktor 20.000 mal größer war als heute und dass durch einen enormen Katastrophenfall mit ordentlich Energie dahinter sehr viel blitzartig komplett austrocknete, sodass in der Folgezeit Mineralien kristallisierten, welche sowieso schon darin vorhanden waren, doch nun durch die enorme Energie fest und kristallin geworden sind. Da ihr nun die möglichen Ausmaße eines wirklichen Baumes kennt, dürfte die Diskussion darüber, ob wir nun schon anfangen sollten, gegen die Sauerstoffproduktion der Pflanzen zu kämpfen, beziehungsweise jetzt schon zu kontrollieren, sehr ernüchternd für die Befürworter ausfallen. Haben wir noch etwas Spielraum nach oben, bevor wir uns intensiv darüber eine Platte machen und 99% unseres Daseins dem widmen sollen, als Teil einer fehlinformierten Technokratie, die uns sinnlos Jobs mit CO2-Produzenten ans Herz legt? Denkt mal drüber nach. Denken wir nochmal an das am Anfang erwähnte Prisma des Geistes, welches uns auf der einen Seite bewahrt vom Durchdrehen und auf der anderen Seite unsere Realität verzerrt. Wir sehen einen Stumpf und würden das Gras drumherum niemals als Bäume anerkennen. Ob nun einige von uns das Rasenmähen mit ganz anderen Augen sehen? Verblüffend ist ebenfalls, dass dieses Urwissen wohl in uns schlummert und sich in der Vergangenheit schon oft versucht hat, den Weg Richtung Apokalypse zu bahnen. Dieses Bild hier wurde um 2007 herum von einer jungen Dame erstellt, die dort wohnte. Und so schaut der Blick aus dem Fenster aus. Mehr Worte braucht man in diesem Zusammenhang wohl nicht zu sagen. Nebenbei bemerkt, diese Blume hat verblüffende Ähnlichkeit mit den bisher unbekannten Pflanzen aus dem weltbekannten Voynich-Manuskript. Deshalb wohl wird Apokalypse mit Offenbarung gleichgesetzt. Der Vorhang öffnet sich. Nun dürftet ihr die Sache mit dem Prisma vollends verstanden haben. Die reale Welt ist anders. Sie ist ein echter Traum. Das Traurige daran ist, dass es momentan nicht bildlich ist. Doch das mit dem nicht bildlich ist die eine Sache. Im Originaltext verweist der Autor auf die Wortherkunft des Wortes Baum, sowie alter Baum und vorzeitlicher Baum. Da ich der russischen Sprache leider noch nicht mächtig bin, verzeiht mir, wenn ich die Worte hier nicht ausspreche. Doch vielleicht kann ich euch trotzdem noch in diesem Bereich eine Möglichkeit geben, ein neues altes Tor zu öffnen. Das Tor der Sprachen. Im mir vorliegenden Text wird angegeben, dass Russisch die Sprache der Arier gewesen ist. Erhard Landmann, Sprachforscher, Bewanderte werden nun schon das Wörtchen Borussisch im Kopf haben.
Noch weiter gehen Ausarbeitungen von zum Beispiel Oliver Heinl, welcher viele Sprachforscher aus allen Lagern so weit vereinigen konnte, dass auch in diesem Bereich eine völlig neue Welt eröffnet wurde, was das Werden unserer Sprache betrifft. Wer sich schon immer mal fragte, warum Baum Baum heißt und Haus Haus, der wird hier die Antworten finden, die er schon immer suchte. Nun lassen wir aber alle Texte im Hintergrund und setzen unseren Flug fort. Sicherlich fragt ihr euch, warum einige Bäume geschnitten wirken und andere gebrochen. Wenn sie geschnitten wurden, warum und für was und von wem? Womöglich sind diese Mesas, von denen es bei weitem nicht so viele gibt wie abgebrochene Stümpfe, die besten gewesen, die zum Abschneiden ausgewählt wurden. Der Rest sieht aus, als ob es durch eine Explosionswelle umgeknickt wäre. Ihr wisst doch noch, die flachen Stümpfe und die abgebrochenen Stümpfe. Was sind nun aber die höchsten Stümpfe auf der Erde? Tri-Everest? Sieht aus wie ein Riesensteinbruch. Wie ihr schon erraten habt, gibt es womöglich gar keine Steine, sondern nur versteinerte Bruchstücke von organischem Leben. Alles versteinerte Leichen. Oh, sorry, wieder ein Übersetzungsfehler gemacht. Denn hier steht, dass diese Bruchstücke noch immer immense Energien hätten und die Brücke zwischen Silizium und Kohlenstofflebensformen bilden würde. Okay, also ist es doch so, dass von der Originalquelle her ausgegangen wird, dass die Bäume auf Siliziumbasis gelebt hätten? Hier hätte ich gern noch etwas mehr Klarheit. Silizium ist im Periodensystem der Elemente genau eine Oktave über Kohlenstoff. Exakt eine Oktave. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir eine Oktave höher genauso ein Naturspektakel in leicht abgeänderter Form erleben könnten. In der nächsten größeren Dimension, im nächsten Sprung des Logarithmus der Spirale. Jedoch müsste nach meiner beschränkten Logik dann auch die Temperaturen dementsprechend hoch gewesen sein, dass die Elemente alle das machen wie eine Oktave tiefer. Also kann es nach der Logik entweder eine Kohlenstoffbasis des Lebens gegeben haben oder eine, die eine Oktave höher schwingt auf Siliziumbasis. Doch beides nebeneinander in lebender Form, wie wir es definieren, kann es wohl nicht sein. Doch da beides, also versteinerte Kohlenstofflebensformen und die Riesenbäume, wo man nun annimmt, sie hätten auf Siliziumbasis gelebt, gefunden hat, scheint es unwahrscheinlich, dass die Bäume auf Siliziumbasis und die Dinos, Frösche, Wale etc. und was noch gefunden wurde, parallel existiert haben. Noch immer beharrt der Originaltext hier darauf, dass es Siliziumslebensformen gewesen waren. Doch ich persönlich bleibe momentan noch in meiner wohligen Kohlenstoffwelt und behaupte weiter, es sind versteinerte Kohlenstofflebewesen, wo die Elemente darin lediglich eine Oktave höher gewandert sind. Wie das geht, finden wir vielleicht noch raus. Waren das alles, was wir sahen, wirklich Bäume? Natürlich nicht. Wie in jedem Wald gibt es die verschiedensten Pflanzen. Der Turm des Teufels zum Beispiel hat eine hexagonale Struktur. Ein Riesenbärenwurz vielleicht oder ähnliches, was heute auch noch Meter hoch werden kann. Andere Felsen haben Lamellen oder Schwammstrukturen, wie man sie von Pilzen kennt. Wie wir verschiedene Organe haben, hat auch so ein Wald die unterschiedlichsten Organe. Ihr wisst ja, die Welt der Fraktale. Stellen wir uns nochmal vor, wie viel Holz nach dem Sturz der Riesenbäume da gewesen sein muss. Wo ist nun das ganze Holz hin? Wie am Anfang des ersten Teils erwähnt, haben wir es Wegabjumin alias Pavel Ulyanov zu verdanken, dass uns hier so viel offenbart wird. Er läutete eine Revolution der Schaufelbagger ein. Auch auf deutschsprachigem Gebiet bin ich fündig geworden und staunte nicht schlecht, als ich auf Yves Kupkas Seite Archiv Metis einen Artikel von 2012 über den Turm des Teufels fand, in dem es damals schon ähnlich beschrieben wurde. Das mit dem Schaufelradbagger allerdings ist neu. Darf ich vorstellen? Dieser Riesentintenfisch auf dem Foto ist Bagger 288, einer der größten Rotorbagger der Welt. Und so funktioniert diese Maschine. Sie kriecht dahin und hält ihr Rad parallel zur Bruchwand. Das Riesenrad mit den Kellen kratzt den Fels konkav aus der Wand, sodass eine konkave Wölbung zurückbleibt. Sind solche Klippen wie hier in Australien also Wunder der Natur oder Überbleibsel von Schaufelradbaggern? Natürlich hat Wikipedia auch eine Erklärung dazu, doch die ersparen wir uns an dieser Stelle. Das arme Wikipedia kann ja auch nichts dafür und im Endeffekt war das Projekt ja so geplant, dass die kritische Masse bestimmt, was richtig und falsch ist. Also lasst uns die kritische Masse erreichen, dann ändert sich auch was in Wikipedia. Nun wird mit Szenen von Sie leben versucht, die Teilung von uns zu denen zu veranschaulichen,
Also hier im Originalvideo. Und es wird versucht aufzuhetzen und zu trennen. Da spiele ich nicht mit. Dazu habe ich persönlich noch zu wenig Erfahrung, um urteilen zu dürfen, ob jemand gut oder böse ist. Die Entscheidung überlasse ich gerne anderen. Jedenfalls stimmt es aber, dass wir aufwachen sollten, dass wir unser gesamtes Wissen von der Grundschule an überarbeiten und auf den neuesten Stand bringen sollten. So viele neue, faszinierende Erkenntnisse sind in den letzten Jahren veröffentlicht worden und die meisten Lehrbücher hinken der Zeit um Jahrzehnte hinterher. Im Grunde reicht es, den eigenen Geist zu öffnen. Die Infos fliegen einem dann nur so zu, wie im Schlaraffenland. Ganz einfach. Kommen wir nun aber zu ein paar anderen Fotos. Heutzutage gibt es viele Artefakte, die wir sogar heute nur schwer, wenn überhaupt, nachmachen können. Da wirkt es wirklich so, als ob die Technik vor vielleicht erst 200 Jahren viel hochentwickelter war als heute. Hier einige Beispiele. Babulovo Bath von 1784 bis 1820, Granit, Gewicht 48 Tonnen. Das folgende würde ein Dreher, der an einer heutigen Drehmaschine arbeitet, dazu sagen. Kompletter Nonsens. Ein Meister soll das Teil in 7 Jahren gemacht haben und es tagtäglich poliert haben? Das ist Präzision. Die konkaven und konvexen Flächen dieses Bades, streng präzise. Der Kreis auf dem gesamten Durchmesser, sehr genaue Kugelfläche im unteren Teil des Bades. Die super präzise Aushöhlung für den gesamten Durchmesser innerhalb des Bades auf der Unterseite. Dieses Produkt ist unmöglich von Hand gearbeitet, vor allem poliert. Da hat man den Eindruck, es kam gestern erst aus der CNC-Drehmaschine. Es ist unmöglich, ohne ein Highspeed-Polieren und Schleifen hinzubekommen. ...1834, Gewicht 600 Tonnen, Höhe 27 Meter, Granit. Unmöglich, das manuell ohne Drehmaschine zu bearbeiten. Peru. Ollantaytambo. Polygonales Andocken von Blöcken. Gewicht beträgt 40 bis 120 Tonnen. Die Blöcke sind in 3 Dimensionen ausgerichtet. Capella San Severo. Hergestellt aus einem einzigen Stück Marmor. Das ist unmöglich ohne moderne CNC-Maschine. In den letzten 50 Jahren gab es nichts, was eine ähnliche Komplexität aufwies, egal ob vom Bildhauer oder CNC-Maschine gefertigt. Marmorgrabstein auf dem Friedhof Sranghileno Museum in Genua. Steinbrücken in Sevastopol. Jeder polygonale Stein der Brücke ist im Wesentlichen eine einzige Skulptur. Ein Beispiel für eine moderne Arbeit. Alle Städte auf dieser Erde waren aus Stein gebaut, im antiken Stil mit vordefinierten Layouts von Straßen, Alleen, Böschungen und so weiter. Die Stadtmauern hatten ein Ausmaß vergleichbar mit dem Ausmaß der Steine, aus denen die restliche Stadt gebaut wurde. Etwa 1780 bis 1815 haben wir angeblich eine Erfahrung eines Atomkrieges gehabt. Möglicherweise nicht zum ersten Mal für die Menschheit. Daraus resultierte wohl auch der nukleare Winter von 1816, einem Jahr ohne Sonne. Die Angelsachsen nannten es 1800 and frozen to death. Hier sind einige Screenshots von Google Earth, Fotos von Kernkratern in den Gebieten wie Belarus. Solche Krater sind leicht zu finden. Die weißen Spuren rund um den Krater ist gebrochener Kalkstein, das Grundmaterial aus dieser Zeit. Aha. Atomkrieg also nach der russischen Originalquelle hier. Sieh an, sieh an. Hier wird behauptet, dass man auf den Fotos von Roger Fenton und James Robertson die Folgen dieses Nuklearkrieges auf der Krim eindeutig sehen würde. Weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Vegetation kann man meiner Meinung nach auch durch stinknormale Brände auslöschen. In Nagasaki und Hiroshima hat zum Beispiel niemand einen Knall gehört oder eine Druckwelle erlebt. Dort ist von Zeugen angeblich ausschließlich zu hören, auf einmal stand alles in Flammen. Und mehr zivile Zeugen von Atombomben gibt's nun mal nicht. Alle anderen Zeugen sind Militärs und dass von Militär nur Propaganda zu erwarten ist, dürfte heutzutage auch jedem klar sein. Falls jemand schon mal live so eine Explosion zu einer komischen Atombombe gesehen hat, bitte melden. Ansonsten gehe ich persönlich momentan davon aus, dass es zur Prisma-Show gehört und lediglich dem Angstmachen dient. Nun zurück zum Thema. Überall, wie auch auf der Krim, gibt es schier unendlich lange Höhlensysteme. Meist sind es Stollen, die dazu dienten, gewisse Mineralien aus den Bergen oder besser Stümpfen abzubauen. Das hier ist ein Gemälde von 1855, wo wir einen alten Riesensteinbruch und die Abfälle davon im Hintergrund erkennen können.
Wenn euch dieser Steinbruch schon beeindruckt, muss ich euch sagen, dass es wohl keinen einzigen Kubikmeter Land auf der Erde gibt, vielleicht zu einer Tiefe von 100 Metern, der nicht abgebaut, gemahlen, zerkaut und wieder verworfen wäre. Dass das hier vielleicht kein Planet ist, kugelrund, wie gewisse Fotomontagen zeigen, dürfte nun schon durchgesickert sein. Doch dass wir vielleicht in einer riesigen Steinbruch-Abfallgrube leben, wo das Periodensystem nach heftigster und brutalster Art und Weise extrahiert wird. Ob jetzt nach Mendeleev, wie es der Originalautor hier nennt, oder nach anderen Modellen, wie zum Beispiel das Russell-Periodensystem, was viel verständlicher wirkt und wo man verblüfft draufschaut und sieht, dass es unterhalb des Wasserstoffs noch weitergeht und wir mit unserem aus der Schule bekannten Elementen erst in der dritten Oktave starten, ist erstmal zweitrangig. Oder ist das der Schlüssel? Aufgeweckte Köpfe werden im ersten Teil schon bemerkt haben, dass man sehr wohl aus Kohlenstoffkristalle machen kann. Die künstlichen Diamanten werden ja auch irgendwie aus Kohlenstoff gemacht, also muss es ähnlich bei anderen Elementen klappen, sie eine Oktave höher zu bekommen, ganz ohne Volumenänderung. Hohe Temperatur und hoher Druck spielen dabei wohl eine wichtige Rolle, also hat das Wikipedia mit der Definition von Versteinerungen vielleicht nicht ganz unrecht. Wir werden sehen. Dass es kein hexagonales Wachstum geben kann, wenn keine Lebensform beteiligt ist, das müssen wir jetzt wieder etwas revidieren. Es wurde im ersten Teil behauptet von mir und der Basti hat mir dann dieses Foto geschickt von diesem Kristall und das ist jetzt Ammonium-Alaun. Er hat es dabei rausbekommen, wo er sich eine Dachdeckerbatterie machen wollte, also eine Kristallbatterie mit Dachdeckerblei und hat gemeint, da drin wachsen die Dinger so wie sie hier sind und verbinden sich nicht miteinander. Also geht es mit hexagonalen Formen auch ohne das Leben. Oder leben die jetzt auch? Schauen wir uns aber erst einmal Fotos von Rotorbaggern an und welche Landschaft sie hinterlassen nach getaner Arbeit. Und anschließend verschiedene Naturwunder der Erde, die meist in heute unbewohnten und unzugänglichen Gebieten stehen. Berg auf der Halbinsel Kuala. Berge in der Antarktis. Wieder Antarktis. Sind das Spuren von Riesenmaschinen und Anlagen? Grönland, Watkins Mountains. Grönland, Flug Frankfurt, Los Angeles. Gunsbjørn, der höchste Berg in Grönland, 3700 Meter, fast vollständig entkernt. Svalbard, Norwegen. Aurora Borealis mit Steinbruchabfällen im Hintergrund. Antarktis, transantarktisches Gebirge. Am Fuß sind Spuren von Maschinen immer noch sichtbar. Antarktis. Mount Kailash, Tibet. Höhe 6638 Meter. Wie die Baumaschinen da früher wohl hochbekommen haben. Goblin Valley State Park, USA. Glossberge State Park, Oklahoma. Grand Canyon, Arizona. Es ist womöglich nur ein riesiger Steinbruch. Abfall. Millionen von Touristen denken, dass sie ein Wunder der Welt sehen, weil es ihnen so gesagt wird. Steinbruch Grand Canyon. Nirgends können wir Spuren von Wassererosion finden. Nur die schockexplosive Auswirkungen auf die Vegetation, die dadurch Silizium wurde. Steinbruch Rock Split Berge. Steinbruch Grand Canyon. Haben die hier mit der Kreissäge gearbeitet? Steinbruch in Australien, Blue Mountains. Blue Mountains aus einem anderen Winkel. Blue Mountains, die vertikale Wand. Vergleichen Sie es mit einem Marmorsteinbruch in den Alpen. Marblebergbau in den Alpen. Riesensteinbruch. Keine Ahnung, wo das ist. Wird als Wallpaper für Desktop-Hintergrund angeboten. Capua Canyon State Park, Texas. Wieder ein Nationalpark. In einigen Steinbruchabfällen, wo viel Feuchtigkeit herrscht, betreiben die Menschen Landwirtschaft. Wie hier diese Reisterrassen. Wieder Reisterrassen. Und das ist der Canyon des Shelly Nation Monument. Die sogenannten Painted Hills in Oregon. Eine Bergschlucht. Südafrika, Orange River und die Berge. Tamnia Nationalpark in Israel, Steinbruch.
Steinbruch, Green Canyon in China, überfluteter Steinbruch, Sharak Reservoir in Usbekistan, Sharak Reservoir in Usbekistan. So wie es aussieht, gibt es gar keine natürlichen Berge und Schluchten auf dieser Erde. Und während wir hier darüber diskutieren, ob unsere Erde vielleicht flach oder etwas konkav ist, besteht die Möglichkeit, dass uns unbekannte Meister in dieser Zeit unser Haus verschlingen und uns danach in die Wüste schicken. Erratet ihr was? Sieht so aus, als ob es Steinbrüche von dem Ausmaß ganzer Länder auf dieser Erde gibt. Tadschikistan, Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan, Iran, BRD GmbH. Es gibt fast keinen Boden, der noch nie angerührt wurde, bis zu einer Dicke von ca. 100 Metern. Also sind der Aralsee und das Kaspische Meer wohl lediglich geflutete Steinbrüche. Sieht so aus. Man kann getrost alles, was auf Google Maps gelb gemalt wurde, als Böden für Steinbruchgruben sehen, wenn man möchte. Usgut-Plateau. In der Mitte des Bildes ist eine Gruppe von Autos. Wenn sie diesen Steinbruch mit einer Wasserschicht von 15 Meter füllen, werden sie Analogien zum Asowschen Meer bekommen. Asowsches Meer. Überfluteter alter Steinbruch. Der Boden ist glatt wie ein Tisch. Vermutlich wurde hier Thorium abgebaut. Der Rand der Wüste Karakum. Das sind 350.000 Quadratkilometer. In der Realität Steinbruch. Für die Bevölkerung Canyon Yangikala. Die Wunder der Welt, Turkmenistan. In der Realität Steinbruch. Für die Bevölkerung Plateau Tuzbeer, Kasachstan. USA Monument Valley, USA. Gleiches Monument. Namibia. Diese Wüste ist Boden des Steinbruchs. Ägypten. Die obere Schicht ist ausgekratzt. Vermutlich gab es hier sehr hohe Temperaturen. Der größte Teil von Australien ist abgeschnitten und fast vollständig abgekratzt. Kein Boden, nur rote, verlassene Wüste. Australien. Nigeria. Wüste. Die Schlussfolgerung dessen wäre, dass alle Wüsten der Erde 100% künstlich entstanden sind. Sie entstanden als Folge der langfristigen Bergbauaktivitäten. Nun fallen dann auch die Worte Schlucht, Fels, Plateau und Bergsee weg und werden ersetzt durch Grube, Steinbruch und überfluteter Steinbruch. Krivobore in Russland. Krivobore aus einem anderen Winkel. In der Mitte der Insel ist alles überwachsen mit Büschen. Krödivan in der Schweiz. Offensichtlich die Arbeit von Drehbaggern. Sibirien, Anabari-Steinbruch. Nun wird's noch verrückter. Das ist ein haufenloses Gestein in Donbass. Die Höhe ist bis zu 300 Meter. In ihnen gibt es chemische Reaktionen. Sie brennen, explodieren sogar manchmal, wenn sie Überdruck sammeln. Wie ich durch die Alex und Stoner Show erfuhr, wo es um das Waldthema hier ging, ergibt es zum Beispiel in Chemnitz ein großes Loch aus Stein, was seit jeher als Müllkipper verwendet wurde, bis ein großer Berg auf dem Loch war. Heute müssen Drainagen und Belüftungsrohre eingebaut werden, damit der Druck, der innen durch die Reaktion entsteht, abgeleitet werden kann. Auch bei dem ganz in der Nähe gefundenen, ausgehöhlten, versteinerten Stamm der Riesenblume ist die Geschichte der Anwohner diesbezüglich so, dass es früher ein Loch gewesen war aus Stein, was seit jeher, solange man denken konnte, als Müllkipper verwendet wurde. Hinzugegeben, das ist echt abgedreht, doch wenn wir uns ansehen, wie und vor allem wo wir, also unsere Zivilisation gerade ihren Sondermüll verstaut, wird's vielleicht einleuchtender. Karren wir den radioaktiven Müll und sonstiges nicht auch in alte Bergwerke und in alte Steinbrüche mit dem logischen Argument, das müsse so sein, weil da nichts ausläuft? Schauen wir uns mal die zwei größten Müllkippen auf Erden an. Den Vesuv in Italien und den Fujiyama auf Japan. Das kennt ihr sicherlich. Für mich persönlich schaut es nun so aus, als ob wir auf Erden einst eine riesige Vegetation hatten, die durch einen Katastrophenfall zu 99% verbrannte und teilweise durch enorme Hitze und irgendeinen Druck eine Oktave höher rutschte im Periodensystem der Elemente. Aus Kohlenstoff wurde Silizium. Wo man als Lebewesen so einen Katastrophenfall überlebt, bleibt fraglich bei den enormen Temperaturen, die geherrscht haben müssen an der Oberfläche. Doch wie sieht es tief drinnen in der Erde aus, wenn es oben brodelt?
Dort gab es bestimmt Areale, wo ein Überleben in dieser Zeit möglich war. Oder gibt es das andauernd, dass tief in der Erde jemand lebt? Falls es alle heilige Zeit mal zu sowas kommen sollte, nutzt das den Wesen in der Erde wohl auch nicht viel. Es wäre aber zumindest eine Theorie für den immensen Druck, dem die Bäume für kurze Zeit ausgesetzt gewesen sein müssen, damit die Elemente eine Oktave höher rutschen konnten. Für mich persönlich sieht es nun so aus, als ob ich ziemlich kurz nach der letzten großen Zivilisation hier auf Erden gelandet bin. Und diese letzte große Zivilisation hat schon begonnen, die versteinerten Leichen zu zerkleinern. Welche Technik sie dafür verwendeten, bleibt momentan fraglich. Fakt ist, sie haben schon einen Haufen Arbeit geleistet und die Stufe 2, des Neuaufbau des Lebens, kann nun eingeläutet werden. Biomasse, so wie es am Ende des letzten Videos gefordert wurde, brauchen wir wohl nicht zwingend aufbauen. Pflanzen können auch auf Steinen wachsen, wenn sie wollen. Ihre Wurzeln zersetzen das Mineral in seine Einzelteile und assimilieren es. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Wurzeln riesiger Bäume kein Erdreich verdrängen, sondern aus dem Erdreich Wurzeln bilden. Sonst müsste bei jedem Baum ein Hügel da sein, wo das verdrängte Material hingeschoben worden ist. Allerdings kann es wohl auch nicht schaden, wenn wir der Natur etwas unter die Arme greifen und trotzdem Biomasse zur Verfügung stellen, anstatt sie bedenkenlos zu verbrennen und somit als Eis zu den Polen zu schicken. By the way, ist denn noch niemand auf die Idee gekommen, die alten Müllhalden alias Vulkane als Kraftwerke zu verwenden, wenn die eh schon nonstop vor sich hinköcheln? Das wäre doch mal ein Crowdfunding-Projekt, oder? Weiter geht's nun mit eigenen Recherchen. Dabei ist ein Video aufgefallen vom Kanalbetreiber Matt Fossils. Er sagt in dem Video, dass er das sein Leben lang wissenschaftlich studiert hätte, das mit den Fossilien. Und das, was Sie hier sehen, sind angeblich alles Sehnen von Kreaturen, die fossil wurden. Der Grund, warum das alles separat ist, ist, weil es Sehnenstränge gewesen sind. Jede von ihnen war angeblich in einem dünnen, blutigen Film eingebettet, welcher alles separiert hat, sodass sie sich eins bewegen konnten in dem Körper der jeweiligen Kreatur. Flexibel eben. Aber innen drin, in unseren Körpern, sind wir aus Stein. Wir sind aus exakt demselben identischen gleichen Zeugs gemacht, welches auch in diesen Steinen zu finden ist. Es ist hauptsächlich Kalkstein und kalzifizierter Kalkstein, unser Knochenmaterial. Das hat nichts mit Bäumen zu tun. Klar gibt es auch Riesenbäume, doch darum geht es jetzt hier nicht. Das ist eine völlig andere Chemie. Sein ganzes Leben lang hat er sich mit den Kristallen und der Chemie beschäftigt und studiert. Und hier zeigt er zum Beispiel, wie ein Knochen wächst. Und zuerst ist alles weich, doch nach einiger Zeit mineralisiert es und wird Stein. Das sind die Fasern, die ihr vorhin gesehen habt. Was die Leute studieren sollten, sind die Mineralien, also die Petrologie. Ja, wie auch immer. Egal wie es war, Fakt ist nun ziemlich sicher, dass es viel größeres Leben auf Erden gegeben hat, deren Überreste heute noch überall aus dem Boden ragen. Vielleicht hat es Sinn, die Mineralien in den Riesensehnen und Knochen zu studieren, um im Rückschluss durch das Periodensystem der Elemente in Oktavsicht auf die mineralisierte Zusammensetzung unserer Organe und Knochen zu kommen. Welche Knochen hatte Odin? Ob Fenriswolfknochen auch dabei sind? Und Thors, Hels, Lokis und wie sie alle gehießen haben sollen früher, wenn man nach nordischer Mythologie geht? Hier ging die Riesenepoche wohl so zu Ende, dass der Fenriswolf die Sonne verschlang, woraufhin alles auf Roh und in tausend Stücke zersplitterte. Naja, fast alles. Ein Menschenpaar zumindest soll das überlebt haben, laut der Mythologie. Also ein Feuersturm durch Meinungsverschiedenheiten der Götter und darauffolgend oder sogar zeitgleich das Verschwinden der Sonne. Wenn man sich das Szenario nun vorstellt, war es dann wohl hoch oben in den Wipfeln Yggdrasils eisig kalt. Während am Fuße der Riesenbäume, zwischen denen alles Leben stattfand, ein großer Brand wütete.
dem Riesenkondensator Baum, der sicherlich genauso wie heute die Hummel die elektrostatischen Kräfte der Natur nutzte, verlor also so seine Stabilität. Sein stützendes System brach zusammen. Der Druck durch das eigene Gewicht nach unten wurde immer stärker. Schockartige Entladungen der Atmosphäre mit Riesenblitzen werden dann wohl das Übrige besorgt haben. Und wenn man sich die Szene jetzt nun so vorstellt, drücken die benötigten seltenen Umstände, welche laut Wiki dafür benötigt werden, um Organisches zu versteinern, in geistig greifbare Nähe. Lasst uns nun mal versuchen, die Gedankenkette des Rückschlusses durch das Periodensystem der Elemente in Oktavsicht am praktischen Beispiel nachzuvollziehen. Das englischsprachige Video von Matt Fossils zum Aufbau von Knochen und Zähnen konnte ich so ungefähr bis zur Hälfte anstandslos verfolgen. Dann jedoch befasste er sich mit der Mineralogie der Basaltsäulen, die momentan noch als Riesenbaumstümpfe angesehen werden. Hier musste ich passen und dem Übersetzer zu Rate ziehen. Diese Worte waren mir neu. Dacitis, Rhyodacitis, Rhyolithis. Ja, nach der Übersetzung war ich auch nicht schlauer. Also, Dacit. Vulkanisch entstanden, naja, war ja klar. Ja, aber egal. Aus Silizium und Quarz normitativ jedenfalls. Okay, Silizium ist ja klar, eine Oktave tiefer als es Kohlenstoff ist, das wissen wir ja nun. Doch Quarz? Was war das nun mal? Erstmal nach Rhyolit suchen. Aha, besteht vorwiegend aus Quarz und Feldspat. Na sowas. Na schauen wir uns halt an, was Quarz ist. Quarz ist in erster Linie ebenfalls Silizium? So kommen wir nicht weiter. Doch Moment, was ist denn noch so im Quarz drin? Als zweithäufigstes. Aluminium. Na, das haut mich nun aber um. Wurde Alu nicht als giftig verschrien vor gar nicht allzu langer Zeit? Auf spektrum.de steht jedenfalls, dass wir Alu nonstop natürlich durch die Nahrung aufnehmen und dass sich die Hälfte von dem, was wir einlagern, in den Knochen einlagert. Die Alu-Konzentration wird so immer höher, je älter wir werden. Na also gut, auch Alu lagert sich mit der Zeit in unserem Körpern an. Könnte der Herr von Matt Fossils also schon recht damit haben, dass das 1:1 ohne Periodensystem Oktavsprung hier als Riesenleichenhalle verblieben ist. Meist findet man ja sowieso das, was man finden möchte. Also versuche ich ein letztes Mal eine Oktave tiefer zu blicken, um zu sehen, welches Element sich eine Dimension unter dem Aluminium befindet. Bor müsste das dann eigentlich sein. Und was findet man zu Bor und dem menschlichen Körper und Knochen? Aha. Also nach neuesten Studien wird auch Bor für die Knochen benötigt. Sieh an. Und wenn man sich die Mineralzusammensetzung der Steine hier ansieht, da findet man hauptsächlich Kalzik. Also das bedeutet Calcium. Plädiokalzik, Pyroxens. Je älter man wird, desto mehr mineralisiert also der Knochen. Und ist bei unseren Zähnen dann angeblich genauso. Schafft man es, seine Zähne lange intakt zu halten, werden sie immer härter und widerstandsfähiger mit der Zeit. Wenn man heute zum Beispiel Eisenoxid irgendwo findet, dann ist das laut Matt Fossils nichts weiter als mohrenaltes Blut. Die Mineralien versuchen eben einfach den besten Partner zu finden, mit dem man sich verbinden kann. Und das war's dann schon. So funktioniert Natur. Wow, die Möglichkeit kommt natürlich auch in Betracht. Diese Riesenkreaturen haben so lange gelebt, dass sich ihre Organe, Knochen etc. mit der Zeit immer mehr mineralisierten, sodass man heute zum Beispiel Silizium statt dem ersteren Kohlenstoff findet. Doch das wiederum passt aber dann erst recht nicht zu unserer Erdandrückungskraft, die wir momentan haben. Schon auf Kohlenstoffbasis ist es schwer vorstellbar, dass so Riesenwesen wie solche hier gelebt haben sollen. Aber noch schwerer auf Siliziumbasis? Oh. Sehr unwahrscheinlich. Naja, jetzt weiß ich aber zumindest, nach was ich da bei den Steinen gucken muss, wenn ich da welche mit schöner Maserung oder so finde. Ist echt verblüffend, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das ja mal ein Stück Ader gewesen sein könnte von einem riesen Lebewesen. Ist schon verblüffend. Tja. Und was das hier wohl mal gewesen ist, tja, ich glaube, das kann man heute noch so im Fischladen kaufen und sieht noch genauso aus, oder?
Schon echt verrückt, das mit der Natur hier. Das Bäume-Thema hört jetzt erstmal nicht auf. Nach einem interessanten Artikel, der gerade auf Facebook voll der Renner ist, was war vor dem dumm machenden Brot, Eichelbrot, haben wir uns jetzt mal auch mal rangemacht, unser erstes Eichelbrot zu backen. Viel Spaß bei den Impressionen. Quelle des Ganzen ist wohl, soweit ich das recherchieren konnte, ein Bericht vom Eulenspiegel aus dem Jahr 2001, vom Wissenschaftlichen Informationsdienst des Europäischen Institutes für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften, EULE, eingetragener Verein. Da schau her. Aufs Korn gekommen. Brot. Von Brigitte Neumann. Unser täglich Brot ist seit Jahrtausenden das Synonym für Nahrung schlechthin. Doch beim Anblick wogender Getreidefelder und voller Kornspeicher macht sich kaum jemand Gedanken, wie unsere Vorfahren überhaupt auf die Idee kamen, die Samen der unergiebigen Gräser zu ernten, zu mahlen und zu Brot zu verbacken. Bevölkerungswachstum, die Dezimierung des Wildes in den Wäldern, Sterben der Eichen, die die nahrhaften Eicheln lieferten. Wir wissen nicht, was es war. Aber wir wissen aus Skelettfunden, dass die Umstellung auf die Körnerkost die Lebenserwartung der Menschen drastisch reduzierte. Nicht ernährungswissenschaftliche Weisheit, sondern die pure Not zwang sie, buchstäblich ins Gras zu beißen. Reichlich war die Ernte der paar mickrigen Körner in den Halmen gewiss nicht, noch dazu schwer verdaulich. Aber sie reichte aus, den Hungernden erst einmal das Überleben zu sichern. Bis eben Anbautechniken zur Aussaat im Frühjahr entwickelt waren und durch gezielte Auswahl allmählich ertragreichere Sorten zur Verfügung standen, verging allerdings noch viel Zeit. Soweit ein Zitat aus dem Artikel. Das Original verlinke ich euch dann mal. Ihr findet es auch, wenn ihr Polmer 2001 und Eichel eingibt. Der Herr Polmer war hier irgendwie ein Lebensmittelchemiker bei der Truppe mit gewesen, Udo Polmer. Und der wird dann meistens als Zitat oder als Quelle mit herangezogen. Ziemlich interessant, was da noch steht. Ja, so wie es aussieht, haben die irgendwann mal alle Eichelwälder hier oder Eichenwälder gefällt. Und bis die Eichen wieder groß genug waren, mussten sie sich andere Sachen ausdenken. So wie es aussieht, ist das mit den Eichen dann aber irgendwie in Vergessenheit geraten, auf der Notlösung sitzen geblieben. Wurden.